Hallo, wer bist du, was machst du? Hi, Christian von Imedo. Ich bin Geschäftsführer von Imedo, kümmere mich eigentlich um alles. Früher war das noch schlimmer, da haben wir von Produktaufbau über Suchmaschinenoptimierung und PR alles gemacht. Jetzt fokussiere ich mich gerade auf den Vertrieb und da im Speziellen auf den Ärztebereich, den wir bei uns haben. Ich weiß aus gut informierter Quelle, ich sitze oft neben ihm, ihr seid eins der Lieblingsstartups von Lukas, glaube ich, so ein bisschen insgeheim. Kann das sein? Ich hoffe doch, ja. Also wir strengen uns an. Was macht ihr eigentlich genau? Ja, wir haben als Gesundheitscommunity gestartet, sind da auch ein Jahr ganz gut unterwegs gewesen, haben dann gemerkt, was funktioniert nicht. Und ein Feature war eben die Arztsuche. Da haben wir auch jetzt drauf fokussiert. Haben aber noch zwei andere Produkte. Für Pharmafirmen bieten wir so eine Art Microsite an, wo wir einfach sagen, ihr könnt eine Produkt-Homepage aufbauen und dann schaut da kein Mensch drauf. Oder ihr könnt es bei uns machen und wir liefern euch ordentlich Traffic mit und machen da ganz viele interaktive Geschichten mit den Patienten. Und natürlich die Reichweite, die lässt sich auch vermarkten. Also ich höre da so ein bisschen raus, ihr hattet ein bisschen Trial and Error und habt jetzt sozusagen den geilen Fokus, dass ihr sagt, wir wissen jetzt, was läuft und jetzt können wir uns sozusagen auf das Kern fokussieren. Also jetzt ist es im Prinzip so, dass wir den Vertrieb skalieren. Das war also das Thema in den letzten 12 Monaten. Wird auch noch sicherlich 12 Monate nochmal gehen, bis wir da sehr, sehr gut stehen. Und parallel entwickeln wir natürlich immer noch an weiteren Ideen, was kann man noch mit dem Patienten machen, weil wir eigentlich den Patienten direkt noch nicht monetarisieren. Und da gibt es sicherlich auch noch eine schöne Möglichkeiten. Apropos monetarisieren, wie genau verdient ihr eigentlich Geld, in welchen Kanälen? Also bei den Ärzten funktioniert das so, dass wir denen ein Profil anbieten. Das heißt, sie können ihr Standardeintrag können sie erweitern mit mittlerweile sogar Videos. Das haben wir jetzt neu gestartet, haben auch schon einige Ärzte, die das gekauft haben. Insofern sehr spannend, weil der Patient sich wirklich umfassend einen Überblick schaffen kann, weil er nicht nur ein Bild sieht und einen Text lesen muss, sondern wirklich die Emotionen spielen lassen kann und sehen kann, Mensch, ist das jemand, dem ich vertrauen würde? Und beim Arzt geht es letztendlich ums Vertrauen. Wenn man sich gut fühlt beim Arzt, dann ist das Gespräch einfacher, man versteht ihn besser und das hilft definitiv bei der Behandlung. Also ich überlege gerade so, viele Ärzte wissen nicht mal, wie man Internet schreibt. Sind die echt in der Lage, da so ein YouTube-Video zusammenzukloppen? Wir schicken ein Kamerateam hin und die kriegen ein Storyboard vorher, das ist alles schon standardisiert und es geht. Ja, also. Dafür blechen die? Dafür zahlen die, ja. Es kostet aktuell 3.900 Euro und wir machen im Prinzip Full-Service für die. Ja. Wie siehst du denn so die Konkurrenz? Wer ist überhaupt eure Konkurrenz? Alle, die sich so im Internet, im Gesundheitsbereich bewegen. Wir haben Seiten, die über 10 Jahre alt sind, med1.de zum Beispiel. Ich hatte ja auch letztens Gespräch mit denen, fanden uns am Ende doch ganz sympathisch, obwohl es am Anfang eher so war, oh, was macht Imedo da, Konkurrenz etc. Aber da gibt es jetzt auch ein Projekt, das wir mit denen machen wollen, wo wir unsere Ärzte dort anzeigen möchten. Das ist eine Riesenchance für beide Seiten. Und ansonsten, klar, die ganz klassischen Seiten, NetDoctor und Meda, die haben sehr viel Content, haben wir mittlerweile auch. Wir haben irgendwann mal angefangen, Content aufzubauen. Wir haben eines der umfangreichsten Medizinlexika online. Dann haben wir natürlich die Startup-Szene, Jameda, DocInsider sind da auf jeden Fall zu nennen, die da sehr aktiv sind. Ansonsten gibt es da sicherlich auch mal irgendwelche Startups, die gerade so entstehen und wir müssen einfach gucken, dass wir unsere alte Schnelligkeit behalten. Wie kompetitiv ist das und wie gut seid ihr sozusagen finanziell aufgestellt? Kompetitiv ist insofern eine spannende Frage, weil der Markt, also wenn man sich das Web 2.0 anschaut und alles, was so in Startups passiert, ist es meistens so, dass es alles sehr schnell läuft, dass wir auch sehr risikofreudig unterwegs sind. Und genau das Gegenteil ist die Gesundheitsbranche. Die ist sehr, sehr risikoscheu. Das heißt, man hat sehr viele Regularien, auf die man achten muss. Es ist so, dass die Affinität zum Internet sehr, sehr weit weg ist. Also ich kenne wenig Branchen, die so weit weg sind vom Internet und wo so viel online passiert. Also das Gesundheitsthema, also es gibt Studien, vor allem in den USA, wo man herausgefunden hat, dass schon über 80% online nach Gesundheitsinformationen suchen. Und das ist schon mächtig. Wo geht's denn bei euch noch so hin? Was ist denn so eure Vision in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren? Ja, wir haben uns Better Health Decisions als Mantra herausgesucht, wo es darum geht, dass wir sagen, es passieren noch ganz viele Entscheidungen von Patienten ohne alle Informationen, ohne umfangreichen Informationen. Also wenn du heute auf ein Hotelportal gehst, da findest du pro kleines Hotel, pro Pension wahrscheinlich über 20 Empfehlungen oder Bewertungen von Patienten und auch umfangreiche Informationen. Letztendlich weißt du schon, welches Zimmer du bestellen solltest, damit du einen schönen Ausblick hast. Und im Gesundheitswesen sind wir da noch ganz weit entfernt von. Also das Thema, was kann man noch an Transparenz schaffen, ist wichtig. Wo kann man Patienten noch helfen, bessere Entscheidungen zu treffen? Da werden wir drauf fokussieren. Ja, super. Dann wünsche ich dir dafür viel Erfolg. Danke für das Gespräch. Man darf dazu sagen, er war ein bisschen aufgeregt. Einer der ersten wenigen, aber er hat es sehr gut gemacht. Ja, wie gesagt, danke und viel Erfolg. Vielen Dank.